Mach kurze Videos, haben sie gesagt. Um die Info schnell rüberzubringen. So ein Quatsch. Es gibt keine kurze Aussage. Es gibt kein Ziel, nur einen Prozess, und der wird steinig sein. Aber du kannst doch nicht erwarten, dass sie sich das anhören? Ich erwarte gar nichts. Ich mache das für mich. Es ist ein Teil meines Prozesses. Ich erinnere mich an viele frühere, durchlebte Existenzen. Eine Geburt, 2, 5, 50, 100, Hunderttausende, in verschiedenen Weltzeitaltern. Ich wusste alles über diese verschiedenen Leben, wann sie stattgefunden hatten, wie mein Name gewesen war, wer meine Eltern gewesen waren und was sie getan hatten. Ich durchlebte nochmals das Gute und Schlechte sowie den Tod eines jeden Lebens und kam wieder und wieder ins Leben zurück. Auf diese Weise erinnerte ich mich unzähliger vergangener Existenzen mit all ihren Eigenarten und den genauen Umständen. Dieses Wissen erlangte ich in der ersten Nachtwache. Jede Seele kommt gestärkt durch die Siege oder geschwächt durch die Niederlagen aus vergangenen Leben in diese Welt. Religion hatte mir nichts Wesentliches zu bieten. Selbst meine Arbeit konnte mich nicht restlos befriedigen. Arbeit ist fruchtlos, wenn man die Erfahrungen aus einem Leben nicht im Nächsten nutzen kann. Als ich die Reinkarnation entdeckte, war die Zeit nicht mehr begrenzt. Ich war nicht mehr Sklave der Uhr. Alles in allem wäre es auch nicht überraschender, zweimal geboren zu werden, als es das eine Mal schon ist. Wenn Sie nämlich unser Bewusstsein der Existenz der außerordentlichen, weiten und bis dahin unvorstellbaren Natur des Geistes zu öffnen beginnt, erhalten wir Einblicke in eine völlig andersartige Dimension, in der sich alle früheren Überzeugungen in Bezug auf unsere Identität und unsere Sicht der Wirklichkeit, die wir so gut zu kennen glaubten, aufzulösen und in der Möglichkeit von weiteren Leben zumindest wahrscheinlich wird. Gibt es ein kosmisches Gesetz? Die Kontinuität des Geistes. Wo kommt Bewusstsein her? Es kann schließlich nicht aus dem Nichts entstehen. Ein Augenblick von Bewusstsein kann nicht erzeugt werden, ohne den Augenblick vom Bewusstsein, der diesem direkt vorausgeht. Die Basis für die buddhistische Annahme der Wiedergeburt ist hauptsächlich die Kontinuität des Bewusstseins. Die Tatsache, dass wir etwas Geist oder Bewusstsein genanntes besitzen, ist recht offensichtlich, da unsere Erfahrung seine Existenz bezeugt. Außerdem ist es, wiederum durch Erfahrung bestätigt, offensichtlich, dass dies Geist oder Bewusstsein genannte der Veränderung unterliegt, wenn es jeweils verschiedene Bedingungen und Umstände ausgesetzt ist. Diese Anfälligkeit für Veränderung zeigt uns, dass es seine Natur ist, von Augenblick zu Augenblick neu zu entstehen.
Eine weitere, offensichtliche Tatsache besteht darin, dass zumindest die groben Ebenen von Geist und Bewusstsein aufs Engste mit physiologischen Abläufen im Körper verbunden und tatsächlich von ihnen abhängig sind. Es muss aber eine Basis, Energie oder Quelle geben, die es dem Geist ermöglicht, in der Interaktion mit materiellen Partikeln bewusste Lebewesen hervorzubringen. Genau wie bei der Materie muss auch diese Energiequelle in der Vergangenheit zu finden sein. Wenn wir also unseren gegenwärtigen Geist oder unser Bewusstsein zurückverfolgen, um zu einem Ursprung zu gelangen, entdecken wir, dass wir diesen Ursprung des Geistes wieder genau wie im Falle des materiellen Universums bis in eine Dimension der Grenzenlosigkeit zurückverfolgen können, die anfangslos ist. Gemäß des buddhistischen Erklärungen ist das Bewusstsein das letztendliche kreative Prinzip. Wir unterscheiden verschiedene Ebenen vom Bewusstsein. Was wir da innerste subtile Bewusstsein nennen, ist andauernd vorhanden. Die Kontinuität dieses Bewusstseins ist beinahe etwas Permanentes, wie die Raumpartikeln. Was im physischen Bereich die Raumpartikeln sind, ist im Bereich des Bewusstseins das klare Licht. Dieses klare Licht mit seiner besonderen Energie ist die Verbindung zum Bewusstsein. Die Wiedergeburtsexistenzen einer Wiedergeburtfolge sind nicht wie die Perlen eines Perlenhalsbands oder eine Schnur, die Seele verbunden, die sich durch alle Perlen hindurchzieht, sondern sind eher aufeinander getürmte Würfeln ähnlich. Jeder Würfel ist separat, trägt aber den nächsthöheren und ist mit dem funktionell verbunden. Zwischen den Würfeln besteht keine Identität, sondern Bedingtheit. Der König fragt Nagasena: Wenn jemand wiedergeboren wird, ist er derselbe, der gerade gestorben ist, oder ist er von diesem verschieden? Nagasena antwortet: Er ist weder derselbe noch verschieden. Sagen wir, wenn ein Mann eine Lampe entzündet, kann sie dann die ganze Nacht Licht spenden? Ja. Ist dann die Flamme, die während der ersten Nachtwache brennt, dieselbe wie die, die in der zweiten oder der letzten Nachtwache brennt? Nein. Bedeutet das, dass eine Lampe in der ersten Nachtwache brennt, eine andere in der zweiten und wieder eine andere in der dritten? Nein, durch diese eine Lampe erscheint das Licht die ganze Nacht. Wiedergeburt ist ganz ähnlich. Ein Phänomen entsteht und ein anderes hört gleichzeitig auf. Daher ist der erste Akt vom Bewusstsein in der neuen Existenz weder derselbe wie der letzte Akt des Bewusstseins in der vergangenen Existenz. Noch ist er von diesem verschieden. Karma. Mit dem himmlischen Auge, dem klaren, übermenschliche Grenzen hinausreichenden, sah ich, wie die Wesen vergehen und wieder entstehen. Sah ich hohe und niedrige, glänzende und unscheinbare, wie ihnen je nach ihren Taten eine günstige oder schlechte Wiederverkörperung zuteil geworden war. Die reale, treibende Kraft hinter der Wiedergeburt ist das, was Karma genannt wird. Karma wird im Westen oft als Schicksal oder Vorherbestimmung interpretiert und damit völlig missverstanden. Am besten sieht man es als das unfehlbare Gesetz von Ursache und Wirkung.
Karma bedeutet wörtlich Handlung und es bezeichnet sowohl die Kraft, die in unseren Handlungen verborgen liegt, als auch die Ergebnisse, die unsere Handlungen hervorbringen. Es gibt viele Arten von Karma, internationales und nationales Karma, das Karma einer Stadt und individuelles Karma. Alle Arten sind auf komplexe Weise ineinander verstrickt und können in ihrer ganzen Vielschichtigkeit nur von einem erleuchteten Wesen durchschaut werden. Was ist Karma denn nun wirklich? Ganz einfach formuliert bedeutet es, dass alles, was wir tun, mit Körper, Rede oder Geist, entsprechende Ergebnisse hervorbringt. Selbst die kleinste Handlung trägt bereits all ihre Konsequenzen in sich. Die Meister sagen, selbst eine winzige Menge Gift kann töten. Und ein kleiner Same kann zu einem riesigen Baum werden. Der Buddha lehrte, übersieh negative Handlungen niemals, nur weil sie vielleicht klein sein mögen. Wie klein ein Funke auch sein mag, er kann einen Heuschober von der Größe eines Berges in Flammen aufgehen lassen. Ebenso sagte er, schau niemals auf gute Handlungen herab, nur weil sie vielleicht klein sein mögen. Selbst kleinste Tropfen Wasser füllen schließlich auch die größten Behälter. Karma zerfällt nicht wie äußere Dinge, noch wird es je außer Funktion gesetzt. Zeit, Feuer oder Wasser können es nicht vernichten. Seine Energie wird niemals vergehen, bis es zur Reife gelangt. Obwohl die Ergebnisse unserer Handlungen jetzt noch nicht gereift sein mögen, sobald sich die passenden Umstände ergeben, werden sie in jedem Falle zur Reife gelangen. Gewöhnlich vergessen wir, was wir tun, und die Ergebnisse unserer Handlungen holen uns erst lange Zeit später ein. Bis dahin sind wir schon nicht mehr in der Lage, sie noch mit ihren Ursachen in Verbindung zu bringen. Was aber kann die extremen und erstaunlichen Unterschiede zwischen uns befriedigender erklären als Karma? Obwohl wir vielleicht im selben Land unter ähnlichen Umständen, ja sogar in derselben Familie geboren sein mögen, unterscheiden wir uns doch im Charakter, haben unterschiedliche Begabungen, Neigungen und Bestimmungen. Und unterschiedliche Dinge stoßen uns zu. Der Buddha sagte, du bist, was du warst, und du wirst sein, was du tust. Padmasambhava wird noch deutlicher. Wenn du dein vergangenes Leben kennenlernen willst, schau deine jetzigen Umstände an. Wenn du dein zukünftiges Leben erkennen willst, schau deine gegenwärtigen Handlungen an. Das gute Herz. Die Art der Existenz, die uns in unserem nächsten Leben erwartet, wird also bestimmt von der Natur unserer Handlungen in diesem Leben. Dabei ist es wichtig, sich immer zu vergegenwärtigen, dass die Auswirkungen unserer Handlungen von unserer Absicht oder Motivation abhängen und nicht von ihrem scheinbaren Ausmaß. Was immer an Freude ist in der Welt, entspringt dem Wunsch für das Glück aller anderen. Und was immer an Leiden ist in der Welt, entspringt dem Wunsch nach nur eigenem Glück. Weil das Gesetz von Karma zwangsläufig und unfehlbar ist, verletzen wir letztlich immer uns selbst, wenn wir anderen schaden. Wenn wir sie aber glücklich machen,
schaffen wir damit für uns selbst zukünftiges Glück. Wenn du deine selbstsüchtige Motivation wie den Zorn und so weiter überwindest und mehr Güte und Mitgefühl für andere entwickelst, wirst du letztlich selbst den größten Nutzen haben. Deshalb sage ich manchmal scherzhaft, dass ein weiser, selbstsüchtiger Mensch auf diese Art und Weise vorgehen sollte. Dumme, selbstsüchtige Menschen denken immer noch an sich selbst und das Ergebnis ist negativ. Wer weise, selbstsüchtig ist, denkt an andere, hilft anderen, so viel er kann. Und als Ergebnis erfährt er auch selbst Nutzen. Der Glaube an der Wiedergeburt zeigt uns, dass es eine Art letztlicher Gerechtigkeit, ein Gutsein im Universum gibt. Es ist dieses Gute, das wir alle entdecken und freisetzen wollen. Wann immer wir positiv handeln, kommen wir immer näher. Wenn wir jedoch negativ handeln, verdunkeln und verhindern wir es. Und wenn es uns nicht gelingt, es in unserem Leben und Handeln auszudrücken, fühlen wir uns elend und frustriert. Wollte man also eine essentielle Botschaft aus der Tatsache der Reinkarnation destillieren, so müsste es wohl die folgende sein. Entwickle dieses gute Herz, das sich nach dauerhaftem Glück für alle Wesen sehnt und das auch handelt, um dieses Glück herbeizuführen. Entwickle und übe liebende Güte. Kreativität. Karma ist also nicht fatalistisch oder vorbestimmt. Karma begründet unsere Fähigkeit, schöpferisch zu sein und uns zu verändern. Es ist deshalb schöpferisch, weil es bedeutet, dass wir die Wahl haben, wie und warum wir handeln. Wir können uns ändern. Die Zukunft liegt in unserer Hand und unserem Herzen. Karma ist schöpferisch, wie ein Künstler. Karma drückt sich aus wie ein Tänzer. Da alles vergänglich, im Fluss und wechselseitig abhängig ist, beeinflusst alles, was wir denken und tun, unvermeidlich die Zukunft. Es gibt keine Situation, sei es auch scheinbar noch so hoffnungslos und schrecklich, wie etwa eine tödliche Krankheit, die wir nicht nutzen könnten, um uns zu entwickeln. Und kein Verbrechen, keine Grausamkeit, die nicht durch aufrichtiges Bedauern und echte spirituelle Praxis gereinigt werden könnten. In Tibet sagt man, dass jede negative Handlung eine gute Eigenschaft hat. Sie kann bereinigt werden. Es besteht also immer Grund zur Hoffnung. Selbst hartgesottene Kriminelle und Mörder können sich ändern und die Konditionierung überwinden, die sie zu ihrem Verbrechen getrieben haben. Unsere gegenwärtigen Umstände können, wenn wir sie mit Geschick und Weisheit nutzen, zur Inspiration werden, die uns aus den Fesseln des Leidens befreit. Was immer uns jetzt widerfährt, spiegelt unser vergangenes Karma wider. Wenn wir das wissen und wirklich begreifen, sehen wir Leiden und Schwierigkeiten nicht mehr als unser Versagen oder als Katastrophen und auch nicht als eine Art Strafe. Wir schwelgen auch nicht mehr in Schuldgefühlen und Selbsthass. Wir erkennen in dem Leiden, das wir durchmachen, Resultate, die Frucht vergangenen Karmas. Die Tibeter nennen das Leiden einen Besen, der all unser negatives Karma wegfegt. Wir können sogar dankbar sein, wenn wir durch leidvolle Umstände Karma beendet wird. Wir wissen,
das Glück, das Ergebnis guten Karma, bald verbraucht ist, wenn wir es nicht gut nutzen und das Pech als Resultat negativer Karmas in Wirklichkeit eine ausgezeichnete Gelegenheit darstellt, uns zu entwickeln. Für Tibeter hat Karma eine wirklich lebendige und praktische Bedeutung im Alltag. Sie leben nach dem Prinzip von Karma, im Wissen um seine Wahrheit. Das ist auch die Basis ihrer buddhistischen Ethik. Sie verstehen Karma als einen natürlichen und gerechten Prozess. Diese Erkenntnis inspiriert in ihnen ein Gefühl persönlicher Verantwortung für alles, was sie tun. Ist es wirklich so schwierig, die Wirkungsweise von Karma einzusehen? Brauchen wir nicht einfach nur auf unser eigenes Leben zurückzublicken, um die Konsequenzen vieler unserer Handlungen klar sehen zu können? Wenn wir unsere Handlungen untersuchen, sie wirklich achtsam betrachten, erkennen wir ein Muster, das sich in unseren Handlungen dauernd wiederholt. Destruktives Handeln führt immer nur zu Schmerz und Leiden. Wenn wir konstruktiv handeln, erfahren wir als Ergebnis schließlich Glück. Verantwortung. Mein gesamtes Leben zog in einem Rückblick an mir vorbei. Viele dieser Erfahrungen empfand ich als beschämend, da ich jetzt ein erweitertes Wissen besaß. Mir war nicht nur klar, was ich getan hatte, sondern auch, was es in anderen bewirkt hat. Ich erkannte, dass nicht einmal unsere Gedanken verloren gehen. Mein Leben zog an mir vorbei. Ich durchlebte jede Emotion, durch die ich in meinem Leben gegangen war, nochmals. Und es öffneten sich mir die Augen dafür, wie diese Emotionen mein Leben beeinflusst hatten und wie mein Leben das Leben anderer beeinflusst hat. Ich wurde zu den Menschen, die ich verletzt hatte, und ich wurde zu den Menschen, denen ich geholfen hatte. Es war ein totales Wiedererleben jedes einzelnen Gedankens, den ich je gedacht hatte, jedes Wortes, das ich je gesagt hatte und jeder Handlung, die ich je getan hatte, zusammen mit der Wirkung, die jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung auf alle Menschen gehabt hatte, die ich je in meinem Einflussbereich gekommen sind, ob ich sie nun gekannt habe oder nicht, und auch die Wirkung von Gedanken, Worten und Taten auf Wetter, Pflanzen, Tiere, Erde, Bäume, Wasser und Luft. Sowohl im Osten als auch im Westen haben Menschen jeweils charakteristische Hintertüren gefunden, um sich vor der Verantwortung zu drücken, die aus dem Verständnis von Karma entsteht. Im Osten benutzen die Menschen Karma als Ausrede dafür, niemandem hilfreich beistehen zu müssen. Sie sagen, es sei eben das Karma dieses Menschen, so etwas zu erleiden. Im freidenkerischen Westen gehen wir sehr anders damit um. Menschen der westlichen Welt, die an Karma glauben, können übertrieben sensibel und vorsichtig sein und behaupten, jemandem zu helfen könnte bedeuten, sich in einen Prozess einzumischen, den der Mensch mit sich selbst ausmachen müsste. Welch eine Ausrede,
Was für ein Verrat an unserer Menschlichkeit. Vielleicht ist es ja ebenso unser Karma, einen Weg zur Hilfe zu finden. Ich kenne einige reiche Menschen. Ihr Reichtum kann zu ihrem Verderben führen, wenn der Geiz und Trägheit in ihnen gefördert wird. Wenn sie aber die Gelegenheit ergreifen, mit ihrem Geld anderen wirklich zu helfen, helfen sie sich auf diese Weise auch selbst. Wenn wir in diesem Leben nicht die größtmögliche Verantwortung für uns selbst übernehmen, dann wird das Leiden nicht nur für einige wenige, sondern für Tausende von Leben weitergehen. Albert Einstein sagte: Der Mensch ist ein Teil des Ganzen, das wir Universum nennen, ein in Raum und Zeit begrenzter Teil. Er erfährt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle als abgetrennt von allem anderen. Eine Art optische Täuschung des Bewusstseins. Diese Täuschung ist für uns eine Art Gefängnis, das uns auf unsere eigenen Vorlieben und auf die Zuneigung zu wenigen uns Nahestehenden beschränkt. Unser Ziel muss es sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Horizont unseres Mitgefühls erweitern. Bisher alle lebende Wesen und die gesamte Natur in all ihrer Schönheit umfasst. Bardos und andere Wirklichkeiten. Bardo bezeichnet einfach einen Übergang oder eine Lücke zwischen dem Ende einer Situation und dem Beginn der nächsten. Bar bedeutet dazwischen und Do heißt aufgehängt oder geworfen. Die große Befreiung durch Hören im Bardo ist ein einzigartiger Weisheitstext. Es ist eine Art Reiseführer durch die Zustände nach dem Tod. Unsicherheit und Möglichkeit. Bardos sind Perioden tiefer Unsicherheit. Das ist eine ihrer zentralen Eigenschaften. Nehmen wir dieses Leben als generelles Beispiel. Im gleichen Maß, wie die Welt um uns turbulenter wird, wird unser eigenes Leben zerstückelter. Wir sind nicht im Kontakt mit uns selbst und daher ängstlich, ruhelos und unsicher. Eine kleine Krise bringt den Ballon der Strategien, hinter denen wir uns verbergen, zum Platzen. Ein einziger Moment der Panik zeigt uns, wie unsicher und instabil alles ist. Die alten Lehren berichten uns von einem sagenhaften Vogel, der voll entwickelt aus dem Ei schlüpft. Dieses Bild symbolisiert unsere ursprüngliche Natur, die bereits ganz und gar vollkommen ist. Erst in dem Moment, in dem die Schale birst, kann es hervorbrechen und sich in die Lüfte schwingen. Andere Wirklichkeiten. Das Einschlafen ist mit dem Bardo des Sterbens vergleichbar, indem sich die Elemente und Denkprozesse auflösen und sich die Erfahrung der Grundlichtheit öffnet. Das Träumen ähnelt dem Bardo des Werdens, dem Zwischenzustand, in dem man einen hellsichtigen und äußerst beweglichen Geistkörper besitzt, der alle möglichen Erfahrungen durchlebt. Auch im Traum haben wir einen vergleichbaren Körper, den Traumkörper, der alle Erlebnisse des Traumlebens erfährt. Zwischen dem Bardo des Sterbens und dem Bardo des Werdens gibt es einen besonderen Zustand von Lichtheit oder klarem Licht.
Es ist ein Zustand, den jeder zwar durchläuft, den aber nur sehr wenige überhaupt wahrnehmen, geschweige denn wirklich erfahren können. Natürlich handelt es sich bei dem Bardo des Todes um viel tiefere Bewusstseinszustände als bei den Schlaf- und Traumerlebnissen und um viel machtvollere Momente, aber ihre relativen Feinheitsgrade entsprechen sich in etwa und vermitteln einen Einblick in die Verbindung und Parallelen, die zwischen verschiedenen Ebenen des Bewusstseins existieren. Der essentielle Punkt, den es im Zusammenhang mit den Bardos zu verstehen gilt, ist folgender. Indem wir uns der Ausübung dieser Praktiken unterziehen, ist es wirklich möglich, die geistigen Zustände bereits zu unseren Lebzeiten kennenzulernen. Wir können sie tatsächlich hier und jetzt erfahren. Diese Meisterschaft über verschiedene Dimensionen des Geistes mag für Menschen der westlichen Welt schwer nachvollziehend zu sein, sie ist aber auf jeden Fall erreichbar. Da die Bardo-Zustände sämtlich in unserem Geist enthalten sind, können sie tötet und freigesetzt werden. Wenn wir also im Bardo dieses Lebens praktizieren und tiefer und immer tiefer in die Natur unseres Geistes eintauchen, dann können auch wir die Kenntnis der Bardos erlangen und die Wahrheit dieser Lehren wird sich in uns von selbst entfalten. Darum ist der Bardo dieses Lebens von so entscheidender Bedeutung. Hier und jetzt findet nämlich alle Vorbereitung auf die Bardos statt. Der unübertroffene Weg der Vorbereitung, so heißt es, besteht darin, jetzt, in diesem Leben, Erleuchtung zu erlangen.